Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler 2. Diese Baracke hier ist umkämpft. Die werden wir vermutlich gleich verlieren. Und ich denke mal, wir können mal ein paar Kräfte noch hier an die fernen Grenzen der unseres Reiches hier ziehen. Und wenn wir hier den Kampf verloren haben, was vielleicht passieren wird, denke ich mal. Das sind hier alles Generäle, die der Gegner hier, rübergeschickt hat. Dann werden wir uns vielleicht nochmal der Waffenproduktion widmen. Ich reiß das mal ab. So. Und dann widmen wir uns mal der Waffenproduktion, wie ich gerade angekündigt habe. Ich mach mal eben hier das auf. Und da haben wir ein Lagerhaus und ich dachte, wir hätten hier hinten noch, genau, da haben wir noch ein Lagerhaus. Da bitte keine Waffen mehr einlagern. Und dann brauchen wir hier hinten noch eine Brauerei. Wir brauchen allerdings zuerst mal hier Holz, Bretter vor allem. Und ja, da müssen wir mal gucken. Ah, hier hinten können wir mal Geologen hinschicken. Hier noch ein Kundschafter, Geologen und Geologen und hier einen Kundschafter und da einen Kundschafter. Gucken wir mal, was sich da so abspielt. Dann werden wir mal gucken. Haben wir hier noch überall Soldaten drin? Haben wir. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Waffenproduktion. Die hier müssen mal wieder ein bisschen. Die müssen ja mal ein bisschen Kohle bekommen. Ich werde doch mal das so einstellen, dass zuerst Bretter und Steine transportiert werden, dann Baumstämme, denn ich möchte jetzt tatsächlich wirklich das hier echt mal fertig kriegen. Das ist unglaublich wichtig, dass wir das hinkriegen. So, dann haben wir hier Schwerter. Okay, wir haben da auch Bier. Und ich glaube, wir haben hier in der Nähe von diesem Lagerhaus oder von dem anderen Lagerhaus hier. Genau, da haben wir noch eine Brauerei, die da gebaut werden soll. Da fehlt noch ein Brett. Und dann werden wir die Brauerei hier anschließen. Damit wir hier Waffen einlagern können in diesem Lagerhaus, damit die Soldaten da vor Ort dann ausgebildet werden können. Hier, die Wachstube bauen wir noch aus. Und die Baracke ebenfalls. Da müssen wir dann nochmal Materialien dran schleppen. Okay. So, Kohle haben wir gefunden. Hier hinten. Sehr gut. Da ist aber vermutlich nichts mehr. Also hier. Ah, Mittel. Mittel lohnt sich nicht. Hier ist viel. Also da eine Mine hin. Da haben wir Granit. Hier können wir noch eine Kohlemine errichten und da dann auch Granit. Dann können die fahren. Ja, lassen wir die erstmal noch weitermachen. Alles klar, alles klar, alles klar. Kohle gefunden, jo. Wissen wir Bescheid. Ich nehme jetzt mit einer anderen Aufnahmesoftware auf. Vielleicht wirkt sich das jetzt auf die Videoqualität aus. Also ich gehe davon aus, dass es das tut, denn ich habe das schon mehrfach erprobt jetzt. Sollte also eigentlich endlich die Lösung sein, die ich seit langem suche. Und zwar ist es die Software, mit der ich schon mal aufgenommen habe, mit der ich eine ganze Reihe an Videos schon aufgenommen habe, auch über längere Zeit. Und mit der hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert, bis ich mir das dann irgendwie zerschossen habe. Fragt mich nicht wie. Es ist mir einfach irgendwie passiert. Ich glaube, es war ein Update. Aber das kommt ja ab und zu mal vor. Hier können wir nach wie vor nicht durchbauen. Genau. Hier liegen überall noch Bretter, die kommen einfach nicht weg. Hier liegen noch Fische rum. Jetzt müssen sie da mal die Bretter wegnehmen. Genau. Kann ja da seinen Stamm hinlegen. Oh Mann. Hier brauchen wir wirklich ganz dringend Esel. Ja. Gut, also was die jetzt wahrscheinlich erstmal machen werden, ist die Baustellen hier vorne versorgen. Und dann die Türme, die wir gerade noch in Auftrag gegeben haben, die werden sie dann auch nochmal versorgen mit
Baumaterialien. Da sehen wir auch schon ein Brett. Warum auch immer das hier unten lang kommt. Warum haben sie es nicht dahin gebracht? Die schleppen das erstmal ganz weit weg. Hauptsache, das ist erstmal ganz weit weg und nicht da, wo es hin soll. Total bekloppt. So, Kohlebergwerk. Sieht hier alles sehr Kohle aus. Und wo sind unsere Kundschafter? Die erkunden die Landschaft nicht so, wie sie sollen. Oder sind die einfach noch auf dem Weg, weil wir die in einem... Ja, da hinten, da ist einer auf dem Weg. Okay, dann kamen die wahrscheinlich von weiter weg als die Geologen. Die waren dann wahrscheinlich nicht ganz so weit entfernt und konnten dementsprechend schneller rankommen. Na gut, hier wird immerhin schon gebaut, wie ich sehe. Der hämmert da auch schon, sprich, er hat schon Baumaterialien bekommen. Ja, das verändert sich auch schon. Gut. Ja, dann kann man jetzt trotzdem Materialien hier hinschleppen. Denke ich doch. Mann, das sind doch bloß hier die paar Bretter. Was ist das? Das ist Wasser. Ja, das ist ja alles total bekloppt. Das Wasser wird hier schon seit Ewigkeiten eingelagert, weil die Eselzucht einfach nicht fertig wird. Naja. Ich will das jetzt auch nicht so schnell laufen lassen, weil ich befürchte, dass dann die, könnte ich mal nochmal sowas machen, aber naja gut, auch nicht viel, weil ich befürchte, dass dann hier vorne die Gegner wieder angreifen werden und dass wir dann, ja, da kommen sie auch schon, guck an. Wo gehen die jetzt hin? Ach, die werden wahrscheinlich hier angreifen, okay. General, Offizier, Offizier, Gefreiter, General. Ich befürchte tatsächlich, dass die jetzt mit ein paar Generälen ankommen. Und dass wir dann die Baracke da vorne eventuell auch verlieren. Und warum kommen die nicht zur Hilfe? Ja, die schicken garantiert noch mehr. Da kommen sie auch schon. Zwei Generäle, drei Generäle, vier Generäle. Wir haben vier Generäle. Wir haben ein Offizier, ein General, noch einen General, oh Gott, und eine ganze Reihe an Gefreiten. Ja, wenn das mal gut geht. Ja, ist ja gut. Das ist alles hier vorne. Das wissen wir. Sondern das dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Da muss ich auf jeden Fall schon mal den Abrissknopf einblenden, bevor hier irgendwas schief geht. Ah, das wird eine sehr verlustreiche Schlacht, denke ich. Was mich besonders ärgert, ist, dass die Generäle hier mit den, oder Offiziere mit diesen, na gut, das ist wahrscheinlich auch ein Offizier. Ah, dass das hier so eine Verschwendung ist. Ja, die Gefreiten, die landen wahrscheinlich überhaupt keine Treffer bei den Generälen. Und da verlieren wir auch noch, vermutlich auch noch die Offiziere, weil sie die zuerst hinschicken. Ach, das ist doch wirklich ein Kreuz mit diesen Generälen. Ja, guck mal, jetzt kassiert er hier zwei Treffer. Warum macht er denn das? Drei Treffer. Sind unsere Generäle so viel schlechter? Der hat jetzt vier Treffer in Folge hier kassiert. Warum macht er denn das? Sind unsere Generäle so viel schlechter als die asiatischen? Das kann doch nicht sein. Ja, da, jetzt ist er tot. Das ist ja echt Quatsch. Und der hier ist vielleicht auch wahrscheinlich tot. Offizier 3 von 6. Der ist jetzt schon tot. Der General lebt noch. Jetzt kommen die Gefreiten raus. Das ist natürlich ein Witz. Und weitere Soldaten sind nicht zu sehen. Das wird wahrscheinlich nichts. Das ist hier ein angeschlagener General. Ach, der hat nur einen Punkt. Der wird gleich sofort den ersten Treffer kassieren und dann war's das. Ja. Ich bin gespannt. Oh, tatsächlich, wir haben das überlebt. Der General kann sich mit einem Punkt noch retten und vielleicht sogar noch erholen. Das war ja mal überraschend. Das fand ich jetzt wirklich überraschend. Also ich habe eigentlich gedacht, dass die draufgehen. Der wird auch ausgebaut. Ja gut. Hier muss das Material noch rangeschleppt werden. Da kommen neue Soldaten von weiter oben.
Okay. Wo kommen die denn alle her? Warum haben wir hier hinten noch so viele Soldaten gehabt? Wo kommen die jetzt alle her? Ziehen sie die alle hier aus diversen Türmen ab? Man weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich vermutlich sowas hier leeren, räumen kann. Gehe davon aus. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Nicht, dass wir die doch noch brauchen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass wir die hier getrost alle räumen können. Die Wachstuben und Türme. Vor allem, wenn da solche Generäle drin sitzen. Dann umso eher noch. Ja, hier. Da braucht kein Gold mehr rein. Den lassen wir aber mal da. Hier braucht auch erstmal kein Gold hin. Den lassen wir auch nochmal da. Okay. Marke errichtet. Gucke ich mir gleich an. Ja gut, dann fehlt hier noch ein Brett. Mein Mann, 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 bringt doch mal das Zeug hier runter, da wo es hin soll. Wir haben doch hier so viele Bretter. Warum holen Sie die nicht von hier hinten? Die stauen sich hier. Ist echt nicht zu glauben. Und ich habe sogar in einer anderen Aufnahme, ich habe mal vorher nämlich, also vor dieser hier habe ich ja noch einen Test gemacht. Da habe ich gesehen, dass sie teilweise sogar Rohstoffe oder Waren durch die Gegend schleppen, von einer Fahne zur nächsten. Und dann sogar, und sie dann sogar wieder zurückschleppen. Also von einer Fahne zur nächsten und wieder zurück. Also immer wieder hin und her. Und das ist jetzt hier sehr ärgerlich, weil sich der General gar nicht holen konnte. Ah, den werden wir vermutlich verlieren. Die Doms, weil das hier überstehen. Aber wir sehen schon, wir hatten nicht mehr ganz so viele Generäle. Auch wenn wir jetzt gleich wieder Soldaten verlieren werden. Ah, unsere Soldaten sind wirklich schlecht. Ich glaube, die asiatischen Soldaten sind einfach besser. Kann ich nicht anders sagen. Vor allem die Offiziere sind grottenschlecht. Die Generäle. Was sagt ihr gerade? Offiziere? Die Generäle. Das sind ja auch Offiziere. Die sind grottenschlecht. Scheint mir zumindest so zu sein. Oh, tatsächlich haben wir jetzt 1, 2, 3 Soldaten noch hier und noch einen vierten hier drin. Das ist doch mal nicht schlecht. Steinbruch, den können wir abbrechen. Das hatten wir. So, die Baracke besetzt, sehr gut. Und die Holzfällerhütten hier, die haben nach wie vor keine Rohstoffe, klar. Die wird noch gekämpft. Okay. So, dann hätte ich gerne Kundschafter, 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 Kundschafter und Kundschafter. Schickt mir alles, was ihr habt. Da eine Fischerhütte hin, die werden wir natürlich noch nicht errichten. Das hier will ich jetzt auch gerne schon mal übernehmen, aber da kann ich jetzt einfach keine Rohstoffe drauf verwenden, weil wir unbedingt noch die, ja, die Eselzucht und die entsprechenden Gebäude da an der Ecke bei der Eselzucht fertigstellen müssen. Sind hier noch Soldaten drin? Wahrscheinlich nicht. Sieht man hier das Lager langsam fertig? Wahrscheinlich auch nicht. Nein, ist noch nicht fertig. Ein Brett fehlt nach wie vor. Hier haben wir noch ein Lagerhaus, da sind wahrscheinlich auch keine Soldaten drin. Genau, und ich hoffe doch, im Hauptlager sind keine Soldaten. Da sind 7 Gefreite. Okay, na dann würde ich doch mal sagen. Aber Mittel sollen die auch ganz voll sein. Dann müssen die doch eigentlich jetzt alle wieder rauskommen. Da gibt es doch jetzt überhaupt keinen Grund, dass man die da alle behält. Solange die hier alle nicht voll sind. Ah ja, hier habe ich Auslager angeklickt. Aber hier können ja überall noch Soldaten rein.
Diva-Stuhl muss voll besetzt werden. Da kommt zwar gerade ein General, aber der da auch hin will. Er will da auch wohl hin. Aber hier, guck mal, da können doch noch überall Soldaten hin. Naja. Okay, schauen wir uns mal noch die Versorgung mit Gold an. Haben wir hier Goldmünzen? Nein, aber wir haben hier Gold. Das ist schon mal super. Eisen haben wir hier keins. Das ist okay, wenn wir das woanders haben. Hier haben wir noch eine ganze Menge an Eisen. Das ist okay. Finden wir hier vor Ort. Na, wir haben ja hier unten die Eisenproduktion. Da sollte das ganze Eisen ja hinkommen, anstatt ins Lager zu wandern. Genauso wie die Kohle, die ist hier auch im Lager gelandet, teilweise. Totaler Quatsch. Aber was wir mal machen. So, jetzt können wir hier auch mal einstellen, dass man hier. Moment, Lagerhaus wird da noch gebaut. Ne, okay. Warten wir ab, dass das hier fertig wird. Das hier wird ewig nicht fertig. Wir werden wieder angegriffen. Oh Mann, das ist jetzt echt unglaublich anstrengend. Unsere Generäle können sich einfach nicht mehr erholen. Oder unsere Offiziere. Vor allem, wir haben jetzt nur noch Offiziere hier und keinen General mehr dabei. Ärgert mich natürlich schon. Aber wie es aussieht, sind das hier bloß Gefreite. Das hier ist ein Offizier. Das ist ein Unteroffizier und das ist ein Offizier. Ja, warten wir mal ab. Also ist auf jeden Fall hier sehr hart umkämpft. Die ganze Ecke. Hier ist überall Kohle zu finden. Die Fahne reiße ich mal ab und dann können wir hier noch überall Kohlebergwerke einrichten. So. Abreißen mache ich mal auf. Ich habe gerade schon Römer sterben hören. Oder waren es doch Asiaten? Man weiß es nicht. Wieder Mord und Totschlag hier. Ja, der General geht gleich drauf, das kennen wir ja. Generäle sterben ja bei uns recht schnell. Die überleben das nicht so lang. Der ist auch ein Anwärter für den Tod. Wenn das hier nur ein Offizier ist. Oder ein Unteroffizier, was auch immer. Da ist noch ein Soldat frei. Oh ja, jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt haben wir hier ein Problem. Wir bräuchten ein naheliegendes Lager. Vielleicht geht er ja jetzt rein und erholt sich. Das wäre ja jetzt mal richtig intelligent, wenn man das so machen würde. Dass sie jetzt einen anderen Soldaten rausschicken. Aber nein, sie schicken eben diesen General rein, raus. Und da befindet sich kein weiterer drin. Dann reiße ich das Gebäude gleich ab. Kommt zwar gerade schon wieder ein Soldat. Ich glaube aber kaum, dass der zur Verstärkung kommt. Abreißen. So, dann besteht gar nicht mehr die Gefahr, dass sie das hier erobern. Ah, wir brauchen hier dringend weitere Soldaten. Jetzt kann ich den Hausbau zur Festung. Ey, das ist natürlich Quatsch. Die Festung brauchen wir beim besten Willen nicht. Aber jetzt besteht natürlich auch die Gefahr, dass der hier vorne Türme und sowas baut. Können ihn hier nicht wirklich angreifen. Und wir errichten, müssen wir jetzt mal einfach machen, hier eine Baracke. Wenn hier das Material Ewigkeit nicht ankommen wird. Warum schleppen die hier Steine rum? Also das ist mir wieder absolut ein Rätsel. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Wo die mit dem ganzen Material hin wollen. Sägewerk, das wird hier Ewigkeiten nicht fertig. Ein Brett fehlt noch. Hier vorne fehlt noch ein Brett. Wo ist denn das ganze Material? Wo ist das ganze Baumaterial hin? Und warum wird es hier einfach nicht fertig? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Jetzt kommt hier immerhin ein Bauarbeiter und legt eine Baracke an. So, jetzt kommen sie wieder, greifen uns an. Die werden wahrscheinlich dann hier angreifen. Da stehen sie auch schon. Offizier, Obergefreiter. Könnte noch weitere Soldaten schicken, weil der vermutlich auch noch weitere kommen lässt. Naja. Wo will denn der hin?
Also das ist jetzt wahrscheinlich keine große Gefahr, aber... Oh, jetzt, den könnte man angreifen. Ja, uns fehlen einfach gerade wieder Soldaten. Das ist mal ärgerlich. Und was noch viel ärgerlicher ist, dass hier hinten vorhin 7 Soldaten über waren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier welche haben. Haben wir jetzt gerade nicht. Okay, immerhin. Schön, das zu lesen. Dass wir hier nicht noch weitere Soldaten im Lager haben. So, und wenn wir das Lagerhaus hier mal anschauen. Da haben wir noch Kohle und Eisen. Dann bauen wir hier tatsächlich noch eine weitere Schmiede hin. Bin ich jetzt mal so frei. Okay, die Schmiede läuft schon bei 65%, die bei 95% die Schmelze. Lagerhaus ist immer noch im Bau, da liegt zwar ein Brett, das holt man sich aber einfach nicht ran. Ja, das hier ist einfach bekloppt. Und ich kann das auch nicht einstellen, ich kann das nicht beeinflussen, wer was wohin bringt. Ja, den haben wir auf jeden Fall gehalten hier, den Turm. Sehr gut. Soldaten sind hier teilweise unterwegs, aber das sind eben alles Unbeförderte. Oder nur in niedrigen Rängen. Sich in niedrigen Rängen befindende Soldaten. Da habe ich gerade. Hab ich da gerade einen Soldaten rauskommen sehen oder hat er da gerade eine Münze reingebracht? Auf jeden Fall, was auch immer es ist, nicht gut. Also besetzt ist der Turm auf jeden Fall. Und naja. Warten wir es mal ab. Wir könnten den angreifen mit 3 Mann. Ja. Was ich gerade sehr interessant finde, ist, dass wir hier dieses asiatische Bauschema haben. Hatten wir. Ach, na klar, wir hatten das ja hier erobert. Wir hatten das ja hier erobert. Wir haben ja schon. Wir sind schon so weit hier vorgedrungen, dass ich nur noch dieses asiatische Bauschema hier sehe und gar nicht mehr das römische. Weil wir hier hätten schon lange nichts mehr gebaut haben, vermutlich. Oder, na gut, die haben wir ja gerade abgerissen, diese. Militärgebäude. Die haben wir erobert und hinten, das wollen wir ja neu bauen, aber da kommen wir auch noch nicht weiter ran, weil wir die Baumaterialien hier oben ja gar nicht erst haben, also legen wir hier auch gar nicht erst los mit dem Bau. Ein einziges Brett und ich bräuchte hier unbedingt sowas wie einen Prioritätsknopf, damit ich da die Priorität einstellen kann. Ein Brett liegt hier im Lager und da ist das Sägewerk, das unbedingt ein Brett braucht. Ich verstehe es nicht. Mal guck mal, die stehen hier rum. Die haben hier nichts zu tun. Die schleppen hier Wasser durch die Gegend. Also da muss jetzt wirklich ein Bug vorliegen. Das ist doch gar nicht mehr anders zu erklären. Der muss jetzt hier das Wasser rein und ein Brett rausholen. Ja, das ist für mich nicht mehr erklärbar. Verstehe ich nicht. Möglich wäre es nur, wenn irgendwo anders ein Brett das hier als Ziel definiert hätte. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so wäre. Dass man sagt, hier wird so gestoppt, kann man mal machen. Dann haben die immer ein bisschen Zeit vorzulegen und wir haben hier nicht so viele Baumstämme rumliegen. Aber hier kommt ja auch kein Brett, um mal meinen Satz zu vervollständigen. Hier kommt ja einfach kein Brett zu diesem Gebäude. Genauso wie hier, da kommen ja einfach keine Bretter. Bretter, alle zu Baustellen bitte. Machen Sie nicht. Als allererstes Bretter transportieren. Machen Sie nicht. Sie schleppen hier andere Sachen durch die Gegend. Hier die Bretter, die liegen hier alle noch rum. Ist mir nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr begreifen. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ist einfach nur noch Quatsch. Und wie sieht es hier mit der Münzprägerei aus? Die hat 0%, die hat keine Kohle, die hat keine Kohle. Dafür aber Gold. Wie kommt die denn an Gold, wenn die doch jetzt hier Kohle und Gold nicht mehr transportieren? Und das Lagerhaus hier hat Kohle. Das ist alles Quatsch. Ich stelle mal das hier wieder auf Standard. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Auf jeden Fall hat unser ganzes Transportsystem hier irgendwie große Macken. Und die Kundschafter, die funktionieren auch nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte.
kriegen wir mal eine ganze Armee an Kundschaft dann hin hier. Offenbar haben wir da noch genug. Ist eigentlich die Schlosserei noch in Betrieb? Die könnten wir gerade auch mal ausstellen. Ach, guck mal hier, die Schmiede haben sie fertiggestellt. Ratzfatz. Wie kann denn das? Ein Lagerhaus daneben. Da werden sie doch nicht dazu in der Lage sein, die Bohrmaterialien direkt von da darüber zu schleppen, oder doch? Hier, da schleppen sie es ins Lagerhaus rein. Hier kann man noch einen Weg bauen. Und hier kann man noch einen Weg bauen. Ja, dafür haben die Holzfäller natürlich kaum noch Platz. Ah. Naja. So, wie sieht das hier aus? Kann man da noch einen Weg bauen? Hier wird da wohl nichts angebaut, denke ich. Okay. Bäckerei. Ja, also hier kann ich. Ups, was ich jetzt mal. So, hier kann ich ja keine Straße mehr bauen. Das geht nicht. Okay, so, dann können wir das hier auf jeden Fall nochmal abkürzen und die Straße abreißen. Jetzt bräuchten wir hier noch sowas. Das geht nicht, das geht aber. Ja, so eine. Ja, etwas wie eine Abkürzung. Die läuft immerhin auf Hochtouren. Die läuft hier gerade nicht. Läuft ja auf Sparflamme, aber sie lief immerhin. Zwischendurch mal. Warum kommen die wieder zurück? Die müssten doch einfach. Können die das hier nicht beeinflussen? Nicht beeinflussen, nicht erkunden, oder was? Die werden angegriffen beim Wachturm von einem General. Ups. Hier sind keine Soldaten mehr. Tja, den haben sie wohl gelehrt. So. So verhindern wir, dass die hier was erobern. Während nebenan, dass der Wachturm randvoll mit Soldaten ist. Also das ist echt schon nicht mehr normal. Was soll denn das? Jetzt haben wir hier vorne die Baracke verloren. Ganz toll. Gratulation, meine lieben Siedler. Das habt ihr gut hingekriegt. Naja, wir sollen mal gucken, wie wir da weiter vorgehen. Der Gegner ist hier ganz schön stark. Und er baut sich jetzt zwar gerade nicht weiter aus, aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Wir müssen zusehen, dass wir hier massiv Waffen dran bekommen. Aber ja, ich hoffe doch, dass wir jetzt endlich mal wieder Baumaterialien rangeschleppt bekommen. Na, immerhin war hier gerade ein Brett unterwegs, aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Wo wir die Baumaterialien brauchen, das ist hier, beim Lagerhaus zum Beispiel. Und jetzt baue ich einfach die Brauerei noch dazu. Will ich jetzt einfach mal machen, nicht, dass ich das noch vergesse. So. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, dass alles funktioniert mit der Aufnahme und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!